Dies sind jetzt 5 Badematten ineinander gerollt und ich probiere es jetzt mit meinem neuen chinesischen Schwert und der starken Wirkung mit einem Gyakukisagiri, das heißt ein Schrägschnitt von unten nach oben. Das Schwierigere ist, dass es die Matte abheben kann. Ich habe schon viele Matten auch gegen die Wand fliegen sehen, nicht so schwere, aber leichtere, weil nach oben kann es rausgehen, nach unten ist es fest. Das heißt, der Kesagiri, der Schnitt, der von oben nach unten geht, da kann die Matte nicht weg. Beim Gyakukisagiri von unten nach oben kann man die Matte rausheben aus der Verankerung. Gut, das ist ein sauberer Schnitt. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Gehen wir es von oben nach unten. Man kann sogar jetzt noch sich den Spaß machen, die Matte lose draufzustellen. Sie wird jetzt natürlich wegfliegen, aber sie müsste eigentlich trotzdem durch. Ja. Dieses ist die eine Hälfte, die andere hat sich aufgerollt. Also selbst ohne Festhalten kann man eine solche Matte problemlos durchbekommen. Wichtig ist immer das Schnittbild. Das Schnittbild hat sich jetzt ein bisschen aufgerollt, ist völlig ohne Spannungen. Okay.